Ja, hallo und herzlich willkommen zu AppTest. Ich bin der App-Tester und wir testen heute Alice Adventure. Alice Adventure ist mal so eine App, über die ich gestolpert bin. War damals noch umsonst, kostet mittlerweile 80 Cent. Und komme ich erstmal zu, man kann hier seinen Rang, welchen Rang man hat, kann man das anschauen, funktioniert mit Internet, MySpace und so weiter. Gehe ich aber jetzt mal wieder zurück. Dann kann man Start und Tutorials. So eine kleine Erklärung, was eigentlich Alice Adventure ist. Es ist schwer zu erklären, ich zeige es euch einfach. Könnt ihr noch die Geschichte lesen, aber ich gehe jetzt mal auf Skip und es lädt auch ziemlich lang. Also wir sind diese kleine Alice und jagen natürlich den Hasen, wie im Märchen. Und wir fallen, Alice im Wunderland fällt ja durch einen Hasenbau in dieses Wunderland und ihr fliegt halt in diesem Tunnel sozusagen. Ihr fliegt halt diesen Tunnel die ganze Zeit runter und hier oben sieht man jetzt die Zeit und man kann Alice quasi jetzt solche lustigen und man kann die Hasen fangen mit einem Tipper und wir müssen diese, also da oben ist vorgegeben, welche, wie nenne ich das jetzt, welche Figur ihr machen müsst. Also ich muss jetzt hier so ein bisschen so und dann fangen wir Karten. Unser Ziel sind 20 Karten zu fangen und dazu können wir die Beine und alles verschieben. Ist ein anderes Spiel, sage ich mal. Dann können wir hier auf den grünen Tipper hier Alice ganz drehen, aber das muss ich jetzt hier noch nicht. Aber wie ihr seht, die Zeit läuft ab und man muss halt so schnell wie möglich die Figur hinkriegen, so dass man nicht anschlägt und alle Karten einfängt. Und dann kann man auch auf die Hasen tippen, die geben dann noch extra Points. Natürlich hat man auch Energie, die ist hier unten, jetzt habe ich nicht aufgepasst und die Energie ist runtergegangen und die Punktzahl ist auch klar. Jetzt muss ich Alice zum Beispiel drehen. Muss sie hoch und dann noch die Beine auseinander. So. Also es ist wie so eine Barbie-Puppe, die ihr verstellen könnt. Ich finde es eine witzige Idee, aber wie gesagt, bei mir war es umsonst. Mittlerweile kostet es 80 Geldeinheiten, also 80 Cent. Und ist natürlich auf die Dauer ziemlich langweilig. So, jetzt machen wir hier noch diese. Also wir müssen immer schön, können wir alles lenken, die Füße, die Arme und das war jetzt wieder, habe ich mich natürlich angeschlagen. Und und da oben läuft in der Zeit der Kreis, dieser grüne Kreis soll die Zeit sein. Und wie gesagt, eigentlich habe ich es schon geschafft. Gut, und hier an der Seite sehen wir, wie weit wir noch fliegen. Also wir sind dieser Punkt hier und wir haben gleich das Ziel erreicht. Jetzt klatsche ich halt nochmal gegen die Wand. Ist ja auch nicht so schlimm. Und wir haben das Ziel erreicht und das Level geschafft. Das ist schon das ganze Spiel. Mehr gibt's nicht zu sagen. Es kommen dann nachher noch so Hasen, die auch Punkte abziehen. Sind solche Robo-Hasen. Und das Level und die Musik ändert sich auch. Das war dieser Robo-Hase, der zieht mir 500 ab. Also, wie gesagt, umsonst war es okay, also Geld würde ich jetzt nicht dafür ausgeben. Dafür ist es mir wirklich zu eintönig und naja, gut. Das war auch schon wieder das ganze Spiel, mehr kann ich zu dem Spiel nicht sagen. Wie immer heißt es, abonnieren, kommentieren, ich freue mich. Ciao!